So, Laura, heute wirst du bestimmt schnell einschlafen. Der Tag war lang. Also dann, gute Nacht. Oh! Na sowas, so ein alter Trick und ich falle auch noch drauf rein. Ein Indianertrick. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Laura. Stern, hast du das auch gehört? Hör doch bitte zu. Komisch. Laura, Liebling, was ist denn? Da war irgendwas. Wo denn? Was denn? Das weiß ich nicht, aber ich hab's gehört. Ein Geraschel. Ach, Liebes, das hast du ganz bestimmt nur geträumt. Nein, ich hab doch noch gar nicht geschlafen. Ein bisschen vielleicht schon. Das kenne ich. Man ist gerade beim Einschlafen und fängt an zu träumen. Gute Nacht, Laura. Gute Nacht. Schon wieder gehört. Ganz doll. Gut, dann wollen wir mal nachschauen. Da hörst du's. Es ist ganz, ganz windig draußen. Gleich wird es regnen. Bestimmt war es ein Windstoß oder ein Baum im Wind. Da ist nichts. Alles ist in bester Ordnung, Laura. Du hast bloß eine wilde Fantasie, das ist es. Jetzt wird aber geschlafen. Wir wollen nichts mehr hören, hm? Gut. So, und du kannst jetzt auch ganz beruhigt wieder in dein Bett gehen. Ach, das war doch bloß der Wind, du Dummi. Hey! Hast du mich aber erschreckt? Das stimmt gar nicht. Was denn? Was Mama gesagt hat mit dem Wind. Wieso? Ich habe das Geraschel auch gehört. Ja, echt? Das sagen wir ihnen aber morgen. Dass wir beide es genau gehört haben. Ja, und bestimmt. Psst, hörst du? Ich weiß, was es ist. Ein Gespenst. Gespenster gibt es nicht. Doch, gibt es wohl. So ein Quatsch, das glaubst auch nur du. Und Gespensterhunde. Einäugige. Es gibt keine Gespenster. Ach je, jetzt hast du es erschreckt. Haha, Gespenster kann man nicht erschrecken. Die spuken doch selber immer rum. Und außerdem, es gibt keine. Oh, gibt's wohl. Ein Gespenst macht aber keine Geräusche. Und ein Gespensterkind, das kann sich vielleicht noch nicht so leise anschleichen. Ja, und es hat Angst, wenn es Schritte hört. Darum bleibt es dann still. Und natürlich auch, wenn man Licht anmacht. Die Gespenster fürchten sich doch vor Licht. Und wenn schon, dann hilft uns der Stern. Meinst du? Ganz bestimmt. Hallo Stern. Ich weiß ja, wenn du da bist, dann kann gar nichts passieren. Also dann, gute Nacht. Ich bin das Schlossgespenst. Oh.
Nein, das ist doch keine Falle. Das sind bloß meine Bausteine. Ach nein, so geht das nicht. Soll ich dir mal zeigen, wie man richtig Gespenst hat, hä? Setz dich. Darf ich mal? Wir sind die Schlossgespenster und schauen aus dem Fenster. Und wenn wir jemand sehen, dann ist um ihn geschehen. Na, ihr beiden, gut geschlafen? Mhm. Wir stellen dem Gespenst eine Falle. Oh ja, und was für eine? Das zeige ich dir gleich, wenn du fertig bist. Ist gut. Wir brauchen das und das. Aha. Das spannen wir ums Bett rum. Guck mal, so. Pass auf. Da stolpert das Gespensterkind garantiert drüber und zerreißt es. Und dann wissen wir, ob es hier war oder nicht. Und was machen wir damit? Damit verkleben wir die Tür und das Fenster. Wir sagen, dass wir zusammen schlafen wollen. Und das alles machen wir erst heute Abend. Ja. Jetzt ist Schluss, Tommy. Sonst bleibt uns nichts mehr übrig für den Kuchen. Du, Mama, können Gespenster eigentlich durch Wände gehen? Durch Wände? Nein, das glaube ich nicht. Aber es gibt keine Gespenster, das weißt du doch. Lieber Stern, wo bist du bloß? Schade, dass ich dich gerade jetzt nicht sehen kann. Das meinst du? Dankeschön! Das Mehl streuen wir heute Abend überall auf dem Boden rum. Dann hinterlässt das Gespensterkind Spuren. Toll, Laura! So, ihr beiden. Gute Nacht. Schlaft schön. Na? Oh. So müde seid ihr? Ja. Oh. Nacht, Mama. Gute Nacht, träumt was Schönes. Gute Nacht, Papa. Oh. So, los. Und jetzt die Stärkung. Ist gut. Warte, Tommy, jetzt doch noch nicht. Zuerst bauen wir die Fallen. Alles richtig gemacht? Was denn? Das Essen? Meinst du, wir sollten einen Köder auslegen? Ja klar, das Gespenst ist doch ein Kind und Kinder essen alle gerne Süßigkeiten. Auch Gespensterkinder. Mhm. Das Würstchen auch? Na klar, was hast du denn gedacht? Meinst aber nicht. Oh. Vielleicht kommt es nicht. Sei still, Tommy. Eine Maus! Mama! Papa! Was ist... Ah.
Was ist denn hier los? Kein Wind. Es war kein Wind, Papa. Es war eine Maus. Guckt mal. Da ist sie hingerannt, Mama. Ich hab sie gesehen. Das gibt's doch nicht. Oh. So was. Das habt ihr alles allein entdeckt? Ja. Wie richtige, echte Detektive. Alle Achtung. Ja, nicht? Das tut uns wirklich leid, Laura, dass wir dir nicht geglaubt haben. Wer hätte denn gedacht, dass das eine Maus sein könnte? Ich hab's ja auch nicht gewusst. Ich auch nicht, wir dachten es. Und was machen wir jetzt? Tja, da hilft nur eine Mausefalle. Aber keine Todesfalle, wir wollen eine Lebendfalle. Genau, es ist ja unser Gespenst. Und ratet mal, was wir heute Nacht machen. Da schlafen wir bei euch. Hallo, Stern. Das war toll, oder? Und weißt du was? Wir werden eine kleine Lebendfalle besorgen. Und dann bringen wir die kleine Maus nach draußen. Und nochmals vielen Dank für die guten Tipps.